Gut, bleibt nur noch einer, nämlich der Wolfmann. Bevor wir dann wirklich wohl gegen den Drachen kämpfen müssen. Naja, schauen wir mal, was dieser Wolfmann drauf hat. Wollen wir es wirklich sehen? Nein, wollen wir nicht. Okay, aber wagen wir uns den Kampf gegen den Wolfmann. Ich glaube kaum, dass wir wirklich, wenn wir uns selbst schon nicht auswählen können, dass wir gegen uns selber spielen. Also bleibt da nur noch der Wolfmensch übrig. Zu guter Letzt. Ja, so als letzter, bevor wir gegen den Drachen spielen können. Die Musik hört sich auch schon wieder klasse an. Yay. Okay, die letzte Schlacht hier, bevor der Drache unser letzter Gegner wahrscheinlich sein wird. Zumindest vermute ich mal, dass der Drache hier der letzte sein muss. Ich selber habe soweit noch nicht durchgespielt, also weiß ich das soweit noch nicht. Deswegen lasse ich mich da einfach mal überraschen. Scheiße, jetzt hat er den lang gekriegt. Na egal, solange er noch keine Kugeln kriegt, ist das noch voll in Ordnung. Ich warte einfach mal kurz, weil sonst würde das Ganze nicht so aufgehen. Das ist so meine ganze Strategie. So, und dann kriegst du schon mein Tetris. Okay, und nun kriege ich mal wieder die falschen Blöcke, die ich nicht haben will. Moment. Genau, den will ich haben. Und dann nehme ich den lang gleich mit. Okay, Moment. Genau, dieses L brauche ich. Diesen L-Block. Hier muss man wirklich vernünftig gucken, wie man die am besten platziert. Ich meine, das ist nicht gerade angenehm. So, Versteinerung. Bevor er da wirklich noch ein Tetris machen kann. Bevor er wirklich dazu kommt, werde ich das verhindern. Mit meinen Steinblöcken. Okay. So weit, so gut. Ah, was macht er jetzt? Was geht jetzt ab? Okay. Ich verstehe jetzt gerade nicht, was genau passiert, aber es sieht nicht gerade sehr freundlich aus. Also zumindest passiert jetzt gerade nichts Großartiges, merke ich gerade. Ich merke zumindest keinen Unterschied. Und irgendwie geht das auf beide Bildschirme, deswegen, sogar beim Gegner war das drauf, deswegen muss das wohl für beide irgendwie gewesen sein. So. Und sofort das Spinnennetz hinterher. Wunderbar. Jetzt hat er erstmal damit zu kämpfen. So einfach macht man die Gegner kalt. Scheiße, dass er mir wieder meinen Block wegnimmt. Aber es war irgendwie zu erwarten. Aber wenigstens kann ich noch einen Tetris machen. Ja. Und somit ist er jetzt ganz oben. Und dauert nicht lange, dann habe ich ihn auf jeden Fall. Und vor allem, wie soll er das jetzt da noch vernünftig abbauen? Ja, wir haben ihn. Runde 1 gewonnen. Bleibt nur noch die zweite Runde, Leute. Aber das denke ich mal, wird auch noch machbar sein. Also da habe ich ihn jetzt ganz alt aussehen lassen. Aber von mir aus kannst du den langen Stab haben. Dafür nehme ich diesen Block mit der Kugel drin. Sieht viel stylischer aus. Finde ich jetzt. Dadurch, dass... Ach scheiße, wo soll ich das jetzt hin platzieren? Dadurch, dass ich daran hindere, dass er seine Fähigkeiten einsetzt. Ich finde es einfach nur klasse, dass man das so macht, also dass man das so machen kann hier. Ich meine, das ist schon ziemlich klasse an diesem Battleist-Mode. Und deswegen habe ich mir auch halt gedacht, nehme ich diesen hier direkt für dieses Let's Play. Wobei ich diesen Renser-Modus vorher, wie gesagt, noch nicht ausprobiert habe, wie der überhaupt abgeht. Inwieweit der anders ist. Was man dort überhaupt alles machen kann. Aber trotzdem wollte ich das so haben. Ach, scheiße, toll, ich hätte alles nach links schieben können und jetzt habe ich es verbockt, weil ich einen weiteren Block genommen habe. Egal. Versuche ich jetzt einfach mal das Beste draus zu machen. Scheiße, jetzt hat er so viele Blöcke da, weil ich nicht drauf geachtet habe. Wegen diesen Kugeln. Deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich das irgendwie rette. Bevor er noch mehr davon kriegt. Scheiße. Auch jetzt geht das wieder los. Also ich sehe auf jeden Fall da unten tanzen irgendwelche Figuren, aber was bringt das? Ich habe wirklich echt keine Ahnung. Naja, solange es keinen Nachteil bringt, ist das ja noch in Ordnung. Das Einzige, was ich jetzt gebrauchen könnte, wäre ein Tetris-Block. Also einen langen Stab, damit ich ein Tetris machen kann. Aber man merkt schon, dieses Spiel ist sehr farbenfroh. Aber gut, das ist in dem Fall nicht weiter schlimm. Ist für mich jetzt.
Ach, schon wieder irgendwas. Er zersäbelt einfach mal seine Blöcke, okay. Auch nicht schlecht, dass es auch so einfach geht. Ach du Scheiße. Ah, ich muss mich irgendwie retten, ich bin gleich sonst... Ich kann meinen Block nicht drehen. Na doch, jetzt. Scheiße. Jetzt muss ich hier wirklich ein paar Blöcke loswerden. Und dann müsste ich das gleich irgendwie versuchen, nach links zu verschieben. Das Ganze kriege ich ja nur hin, wenn ich jetzt den richtigen Block auch kriege. Bitte? Ja, dankeschön. Ach Scheiße, das kann ich nicht auflösen. Na toll. Und dann habe ich mir gerade zu viel erhofft. Okay. Ich glaube, diese Runde kann ich knicken. Definitiv. Ja toll, ich kann die Blöcke nicht schnell runtersetzen, merke ich gerade. Nee, kann ich nicht. Sieht man auch gerade an der Figur da unten. Der versucht das sozusagen zu verhindern. Na klasse. Okay, aber noch kann ich hier ein paar Blöcke auflösen und jetzt schnell nach links schieben. Jetzt brauche ich nur ordentlich viele Tetris rein. Sprich, ich brauche den langen Block. Dann hat er auf jeden Fall nichts mehr zu lachen. Der Gegner, ach du Scheiße. Das war sehr dumm. Aber natürlich kommen sie jetzt gar nicht. Überhaupt keiner davon. Scheiße. Aber irgendwie muss ich diese Blöcke doch loswerden. Ja, das kann ich vergessen, scheiße. Okay, diese Runde hat der gewonnen. Ah, verdammt. Wenn man lange Blöcke braucht, dann kommen sie natürlich nicht. Irgendwie schon ein bisschen fies. Aber gut. Noch ist nichts verloren, Leute. Noch haben wir einen Unentschieden. Und noch können wir dieses Match hier gewinnen. Irgendwie. Wenn ich es dementsprechend hinkriege. Und jetzt versuche einfach, wie gesagt, wieder die Kugeln auf meine Seite zu bringen. Dann ist das Ganze auch locker machbar. So. Okay. Gut, da mache ich jetzt einfach drei rein. Ist mir jetzt in dem Fall egal. So, und da kriegst du schon mal ein Spinnennetz. Ach gut, scheiße. Dafür kriegt er jetzt seine erste Kugel. Das ist mir in dem Fall ausnahmsweise mal egal. Aber auch wirklich nur dieses eine Mal. Denn die anderen Male will ich es jetzt verhindern. Denn bevor nochmal so ein Ärger auf mich zukommt, muss ich das jetzt wirklich so umsetzen. Okay. Und versuche das Ganze jetzt etwas mit der richtigen Strategie. Na gut, scheiß drauf. Muss ich so bauen. Okay, und jetzt aber für die nächsten zwei Reihen. Na gut, noch mehr rein. Ich löse jetzt einfach am besten ein bisschen was auf. Und schicke ihn am besten eine Versteinerung rüber. Weil jetzt hat er erstmal damit zu kämpfen. So viel steht fest. So, jetzt müsste ich eigentlich den L-Block kriegen. Perfekt, den wollte ich auch hier direkt platzieren. So, jetzt warte ich erstmal lieber. Weil ich will nämlich den langen Block. So. Perfekt. Okay, jetzt muss ich nur noch zusehen, dass ich das hier so hinkriege, dass ich den Gegner hochbaue. Und dann habe ich schon geschafft, Leute. Da bleibt nur noch ein Gegner. Ach, scheiße, er säbelt sich die Blöcke wieder weg. Ach, oh Gott sei Dank, ich habe die Kugeln gekriegt. Aber bevor ich das wirklich wieder so machen muss, dass er sie kriegt. Weil ihr seht ja selber, mit seiner Fähigkeit, mit einer Kugel, kann er die Blöcke da loswerden. Ach, scheiße, hoffentlich kriege ich jetzt diesen Block. Ja, doch, kriege ich. Wunderbar. Und ich kriege den langen Block. Und das war's für ihn, denke ich mal. Okay, Leute, wir haben ihn besiegt. Somit haben wir alle Matches gewonnen. Wunderbar. Wir haben es geschafft. Da bin ich jetzt echt schon mal etwas erleichtert. Okay. Das hätten wir echt geschafft. Dann bleibt jetzt wirklich nur noch einer. Ja, die Tetris-Insel. Warum auch immer das Tetris-Insel genannt wird. Und da ist der Drache. Wahrscheinlich unser letzter Gegner in diesem Spiel. Okay, schauen wir mal, wie wir den jetzt besiegt kriegen. Ich hoffe mal, dass wir ihn überhaupt besiegt kriegen. Aber das werden wir ja sehen. Okay, Leute, auf geht's in die Schlacht gegen den letzten Gegner. Ja, gegen unseren tollen Drachen. Schauen wir mal, was der überhaupt für Fähigkeiten hat. Aber wir werden ihn schon klein kriegen. Ich meine, die anderen Gegner haben wir auch noch geschafft. Also mit dieser Gegner noch lachhaft einfach, denke ich mal. Hoffe ich mal. Also lachhaft einfach ist jetzt übertrieben, aber wir werden ihn schon irgendwie besiegen können.
Gut. Das heißt, ich werde wieder mit derselben Strategie vorgehen. Er setzt seine Blöcke aber schon wesentlich schneller runter. Teilweise. Naja, gut. Aber irgendwie ist das auch... Oh, scheiße. Normal. Dass er das jetzt so macht. Moment, ich will diesen Block mit der Kugel. Den überlasse ich den kein zweites Mal. Reicht schon, dass ich jetzt eine ihm geschenkt habe, sozusagen. So. Okay, die kriegst du auch nicht. Dieses Match will ich jetzt auf jeden Fall noch gewinnen. So, Zeit für eine Runde Tetris. Okay. Und bevor er mir irgendwas... Obwohl, nee, das mache ich noch nicht. Das setze ich lieber nicht ein. Zumindest brauche ich das gerade noch nicht einsetzen, würde ich mal sagen. Die Fähigkeit jetzt. Deswegen warte ich lieber, bis ich was Brauchbares an Fähigkeiten kriege, wie die Versteinerung oder sowas. Na gut, die wäre jetzt auch etwas sinnlos einzusetzen. Dadurch, dass er gleich einen Tetris einsetzen kann. Okay, was geht jetzt ab? Hm, keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass das nicht sehr angenehm ist, dass er jetzt seine Blöcke da alle los wird. Scheiße. Okay. Ja, toll, den langen Block wollte ich eigentlich noch haben. Na super. Okay, er zerklopft seine Blöcke. Dieser Drache ist echt merkwürdig. So. Ja gut, jetzt versteinere ich diese vier Blöcke. Bringt zwar nicht viel, aber irgendwas muss ich ja tun. So. Und da muss ich jetzt erstmal ein paar Blöcke auflösen. Sonst habe ich ein großes Problem. Dafür ist es mir jetzt auch ehrlich gesagt egal, wenn ich nicht alle wegkriege. Ach, scheiß drauf. So. Ich werde es auf jeden Fall noch irgendwie retten. Und deswegen, ja, verändert er mir einfach mal, dass ich das da machen kann. Scheiße. Ich weiß noch nicht mal, was seine Fähigkeit da jetzt überhaupt... Ach so, der kriegt nur lange? Ah, nee, doch nicht. Ich dachte jetzt schon. Das wäre jetzt echt ziemlich heftig gewesen. Okay. So, einmal nach links rüberschieben. Denn was du kannst, kann ich auch. So. Okay, drei macht er wenigstens nur tief. Da wollte ich jetzt wirklich mal drauf achten, wie das überhaupt klein stampft. Deswegen war ich jetzt gerade etwas ruhiger. So, und... Ja, gut, Gott sei Dank. Eins. So, jetzt erstmal warten, bis er das abgesetzt hat. Und zwei. Perfekt. Jetzt hat er erstmal damit zu kämpfen. So. Und dann kriegst du die auch noch hinterher, die drei. Da muss ich jetzt nur noch versuchen, ihn zu manipulieren. Dann habe ich ihn eigentlich so gut wie in der Tasche. Ja, und ich habe ihn schon. Sieg Nummer 1, Leute. Das heißt nur noch ein Sieg und dann haben wir's. Im Prinzip ist er Gott sei Dank auch nicht so schwer. Aber es war jetzt auch schon etwas heftiger dadurch, dass er seine Blöcke ziemlich gut abgebaut hat. Da dachte ich schon wirklich, das wird nichts mehr. Deswegen, ja, wollte ich das jetzt so machen, dass ich das noch gewinne. Und das hat ja noch funktioniert, also von daher ist das ja nochmal gut gegangen. Bevor er mich da wirklich sozusagen überfallen hat mit seinen Fähigkeiten. Okay, jetzt, ja, setze ich den einfach mal dahin, weil ich kriege hier einen Quadratblock. So. Und ich verhindere schön, dass er die Kugeln kriegt. Ja, damit er ja nicht dazu kommt, irgendwie irgendwelche Fähigkeiten zu benutzen. Auch wenn ich dafür gerade warten muss, dass ich einen langen Block kriege. In diesem Fall nehme ich das ausnahmsweise mal in Kauf. Denn solange er keine Fähigkeiten einsetzen kann, ist alles in Ordnung. Oh scheiße, das war jetzt ein bisschen dumm, glaube ich. Sonst muss ich gleich wirklich diesen L-Block benutzen. Genau den, den ich da jetzt sehe. Ich glaube, den werde ich jetzt auch einfach mal einsetzen. So. Okay. Ja, scheiße. Na gut, ein Tetris kriege ich wenigstens. Und das Spinnnetz dazu. Perfekt. Dann kriegt er gleich auch noch schon Schwierigkeiten, obwohl ich hab's versteinert. Ich dachte, ich hätte nur drei, Mann, was... Jetzt kann ich noch nicht mal richtig gucken, aber was... Was zur Hölle. So, einmal rüberschieben. Und weiteres Tetris. Ja, endlich hat er wenigstens mal was zu knabbern. Mit diesen Blöcken.
irgendwie muss ich ihn ja fordern, weil sonst wird der Computer sich wahrscheinlich auch ein bisschen langweilen. Oder meint ihr nicht? Ne? Ich meine, irgendwie will ich den Computer auch nicht leicht machen auf Dauer. Ach scheiße, jetzt kann er wieder 1, 2, 3. Naja gut, soll mir recht sein. Auch wenn er dadurch jetzt ein paar Tetris reinkriegt. Scheiße. Ich muss jetzt wirklich wieder weiterhin verhindern, dass er... So, dass er diese Blöcke kriegt, die Fähigkeiten Kugeln beinhalten. Deswegen muss ich das jetzt etwas anders machen. Jetzt bräuchte ich auch mal wieder nach langer Zeit lang